So, ich bin jetzt genau in dieser Gegend, die irgendwie nach rechts führt. Und ich glaube, wir müssten ja da hoch. Das ist zumindest ein Weg, der möglich ist. Nein, nein. Okay. Oh. Heilen. Okay, gehen wir noch mal. Wo ist das denn? Ah, sehr gut. Uns aufladen. Nein. Freigeschaltet, sehr gut. Halbe Miete zumindest drin. Ja, okay, runter. Oh nee. Wenn ich dran denke, wie weit ich hier laufen musste, um herzukommen. Nein. Er springt auch da nicht. Ja, Leute. Einsprung. Oh. Okay. Was? Eine Großritterstatue mit einem Sockel auf ihrer Brust. Stadtwaffen einsetzen? Ja. Das Stadtwappen war das erste, oder? Was wir beim allerersten Gegner gefunden haben. Was? Oh, Leute, ich wollte einfach nur zum Schmied. Okay, einmal Weg nach rechts. Bist du? Sind eigentlich einfache Viecher. Komm, gib mir ein bisschen mehr Heil. Die Wache sieht interessant aus. Ich denn hier. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach nur zu der Wache hin und gucken, ob die Kleid wirklich feindlich ist. Parry? Parry. Gardistenhülle. Belebte Überreste eines Gardisten von Heilands Nest. Mit einiger Erinnerung an seine frühere Aufgabe behalten. 24. Hallo, Fledermaus. Oh, ich weiß echt nicht. Ich dachte, hier sind wirklich. Ist der Schmied oder so? Aber das ist ja komplett neues Gebiet, glaube ich. Ich würde mal gerne hier hochgehen. Ich komme auch nicht mehr zurück, also ich hab's verkackt, wenn schon, wenn schon. Nice. Echt verkackt. Toll.
Na gut, uns hier halt ein bisschen vorwärts bewegen. Also was, ich kam hier nach oben und ich kam hier nach links. Rechts meine ich. Alter, warum springst du nicht? So. Achso, das war Goldfischgedächtnis, das heißt grüßen. Der ist wenigstens noch tot, das ist schön. Ich hier hochspringe? Ne. Auf den tote Käfer. Au. Das war Nonsens, der eine Schaden. Noch drüber, ob da irgendwas ist. Das kann nicht wahr sein. Wir sind echt. Das ist aber ein Abgrund, oder? Da könnte ich vielleicht dem ausweichen. Hier ist Glas irgendwo. Okay, also die Parry-Mechanik. Wenn ich genau schlage, wenn er schlägt, geht eigentlich. Testen wir gleich nochmal. Klappt ja super, meine. Ich bin so gut im Parry. Na gut. Das, das, das. Keine Ahnung, wo. Okay, dass ich eine Zwischenlandung machen kann. Steht da, die großen Tore sind versiegelt. Möge niemand die Stadt betreten, möge niemand die Stadt verlassen. Achso, ist wegen Stadtwappen. Oh. Oh. Habe ich die Karte wenigstens aktualisiert? Nee. Aber ich keine Karte habe. Die Hauptstadt liegt vor uns, mein Freund. Was für ein düsterer Ort sie zu sein scheint. Ein Ort, der die Erklärung für so manch ein Geheimnis birgt. Auch ich habe die Anziehungskraft dieses Ortes gespürt. Doch jetzt sitze ich davor und zögere, zu ihm hinabzusteigen. Ist es Angst, die mich zurückhält, oder was anderes? Die Stadt scheint in einer riesigen Höhle erbaut worden zu sein. Der Regen dringt durch die Ritzen im Stein über uns. Irgendwo da oben müssen Unmengen an Wasser sein. Aber wenn die Höhlendecke so lange ausgehalten hat, wird sie wohl auch noch ein bisschen aushalten. Okay. Der Regen scheint jeder unablässig niederzuprasseln. Wo ich dieses Königreich verlasse, möchte ich gern sehen, woher er kommt. Was für ein Anblick da sein muss. Die Oberfläche also. Blickt man von hier hinunter, kann man durch den Regen diese verdorbenen Wachen sehen. Leere Höhlen, die immer noch auf Patrouille gehen. An der Stelle wäre ich bei Ihnen vorsichtig, mein Freund. Sie haben Ihre Ausbildung sicher nicht vergessen. Diese Stadt bietet viele furchteinflößende Gegner. Es ist ein wunderbarer Platz für eine Rast. Ich den Klang liebe, wenn Regen auf Glas trifft. Ich kann immer noch weiter runter. Ich habe mir den Rückweg verbaut. Echt nicht wusste, dass hier was ist. Habe ich denn das erste Mal dem Perry das gemacht? Okay, kann ich runterfallen. Lassen wir mal. Was ist das? Massenweise Geo kriege ich hier. Stadt der Tränen. Da komme ich eventuell rüber. Und die Richtung zeigt irgend so einen Nagelfall. Vielleicht doch der Schmied? Lass den Schmied an der schönen Stelle sein.
Nicht an sowas. Krass, wie ich am Anfang das Parrying drauf hatte und jetzt nicht mehr. Okay, wenn ich hier runterfalle, ist Wasser. Da ist Wasser. Ich finde es halt schlimm, dass du Seele verschwendest, aber nicht unbedingt dann auch die Belohnung dafür erhältst. Das ist schon ein bisschen... Da oben ist eine Fliege noch. Die Schmiedutensilien, also die Schwerter. Wenn ich hier rüber gucke, sehe ich nicht. Sieht interessant aus, das Haus. Aber nirgendwo. Wie komme ich denn jemals hier wieder raus? Eyo. Hast du mir noch einen Nagel zum Schleifen gebracht? Leg ihn auf den Boden und komm später wieder, wenn du noch am Leben bist. Oh, ich dachte, du seist jemand anderes. Suchst du einen Nagelschmied? Nun, du hast einen gefunden. Ich bin kein großer Redner, aber wenn ein Nagel repariert werden muss, bist du bei mir beim richtigen Käfer. Dein Nagel ist in einem recht ärmerlichen Zustand, offensichtlich keiner von meinen. Doch mit genug Arbeit und Können kann alles veredelt werden, sogar diese alte Klinge. Wenn du willst, kann ich deinen Nagel neu schmieden. Das wird die Klinge viel tödlicher machen. Geh ausgeben? Jo. Wie du wünschst, dann mache ich mich mal in die Arbeit. Oh. Ja, geschafft. Ich habe deine Waffe neu geschmiedet. Ich habe die Schneide eines Nagels geschliffen. Du wirst merken, jetzt viel stärker als zuvor. Geh raus und probier deine Kraft an deinen Gegnern aus. Sieht's aus? Bammfliege übrigens. Dünne Flügel verbergen ihre äußerst gefährlichen Bauch. Opfert sich selbst, um ihr Territorium zu schützen. So, wo haben wir hier? Scharfer Nagel. Wiederhergestellt. Können wir nochmal mit ihm? Du bist immer noch da. Bist du noch etwas anderes? Wenn du mir ein Stück bleiches Erz bringst, kann ich es in deinen Nagel schmieden und ihn noch stärker machen. Machst du noch was? Wenn das so. Bleiches Erz habe ich natürlich nicht. So. Eine Bank oder was ähnliches wäre schon ganz cool gewesen. Okay, nur zwei Schläge. Okay, wir brauchen echt wirklich weniger Schläge, das ist... Toll. Das war dumm. Ja, und ich habe keine andere Wahl. Das ist also wirklich... Muss da hingehen. Muss ich das von oben angreifen eigentlich? Okay. Der Gegner ohne Schlag nach oben kann man echt gut killen. Schöne Sache. Ja, Leute, okay, der Aufzug, der mich hochbringt, aber theoretisch. Okay, dann habe ich auch eine stärkere Waffe. Also für einen Bosskampf definitiv, denke ich mal, was Gutes. Ich gerne noch eine Station finden, damit ich an die Oberfläche kann. Dann kann ich erstmal kurz warten. Okay, schön, dass es nicht angegriffen hat. Hier war irgendeine Plattform gewesen noch. Hab ich gesehen? Was kommt denn da? Okay. Wo finde ich jetzt so eine Gegend, um irgendwo zu rasten? Kann das Vieh bitte mal kommen? Danke. Ich kann hier nur nach rechts gehen. Das Rhino-Station? Ich weiß es nicht. Bist du? Jinstens mit einem einfachen Schlüsselloch. Einfach Schlüssel nutzen. Ist man nicht.
Gott, oh Gott. Nee, also, ich hoffe, dass eine Rhino-Station hier ist. Na gut, aber wo soll ich das mal Schlüssel nutzen? Ja, komm, rein damit. Dadurch kriegen wir was. Endliche Wasserwege. Okay. Das ist für später. Lass mal die Truhe auf. Noch ein bisschen Geo. Och nee. Oh, scheiße, Ohne, das ist extrem mies, dass wir hier nirgendwo die Rhino-Station haben. Da wahrscheinlich kleinen Bossgegner oder was. Okay. Ein Brunnen. Hallo Hornet. So sehen wir uns wieder, kleiner Geist. Normalerweise bin ich recht scharfsinnig. Dich habe ich allerdings unterschätzt, aber ich kenne nun die Wahrheit. Du saßt über die Grenzen des Königreichs hinweg. Deine Widerstandsfähigkeit wurde aus zwei Lehren geboren. Es ist keine Überraschung, dass du das Herz dieser Welt erreicht hast. Da sollst du nun erfahren, welches Opfer sie andauernd lässt. Also trotz des Wissens über diese Wahrheit eine Rolle im Fortbestehen von Highlands Nest spielen möchtest, dann suche nach dem äschernen Grab und dem Zeichen, dass dieses für einen dich bereithält. Betrachten das mal. Hier drei Masken. Denkmal für den Hollow Knight. In dem schwarzen Gewölbe hoch oben. Durch sein Opfer bleibt Highlands Nest ewig bestehen. Tempel des schwarzen Eis markiert. Gut, das wussten wir ja schon. Dass da irgendwas ist. Aber was mache ich jetzt hier noch? Ja. Moment. Jetzt mal kurz für uns zusammengefasst. Ich kann das betrachten. Ich kann hier rüberkommen. Tür. Komme ich nicht weiter, aber der Weg nach oben ist auch versperrt. Wie um Himmels Willen komme ich denn jemals hier wieder raus? Das ist optional. Das ist ein Schlüssel. Das muss nicht klappen. Das nicht. Das ist hier ein Aufzug. Einfach nur Gewölbeteil. Das sieht aber extrem geil aus. So. Optik dazu. Das Design. Echt hier diesen Fahrstuhl langfahren. Ja, da drüber. Das wird's sein. Nein. Ich will nochmal kurz an die Bank. Hallo Quirrell. Okay. Wir speichern. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben einiges an Seelen gekriegt. Ich werde das nächste Mal, glaube ich, einfach dieses Weg, wenn wir mit dem Fahrstuhl runterfahren, weiter erkunden. Ich finde es aber echt gemein, dass wir hier in eine Sackgasse gelaufen sind. Das heißt ja zumindest, wir müssen zu dem Zeitpunkt stark genug sein, weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr zurück. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Euer Landito. Tschüss.